Am Sonntag trafen im Gütersloher Heidewaldstadion zwei Mannschaften aufeinander, die sich zur Aufgabe gemacht hatten, ihre schwarzen Serien zu beenden. Der FC Gütersloh wollte endlich sein erstes Heimspiel gewinnen und der Hammer SV seinen ersten Auswärtssieg einfahren. Vor 844 Zuschauern war der stark veränderte FC Gütersloh die Mannschaft, die offensichtlich ihr Vorhaben umsetzen wollte. Denn der Heidewald-Club spielte sich über die Außenbahn einige Möglichkeiten heraus. Bereits in der 7. Minute platzierte Akbaram eine Flanke auf den Kopf von Pascal Röber, der nur knapp das Tor verfehlte. In der 22. Minute war es Benjamin Kolozic, der sich über die linken Außenbahn durchsetzte und den Ball Kontakt mit der Latte verschaffte. Die Zuschauer sahen immer wieder vielversprechende Ansätze über die Außen, wie hier von Akbaram und Eckel. Vom HSV war bis dato außer Standardsituationen nicht viel zu sehen, doch die waren von Trainer Lars Müller einstudiert und stets gefährlich. Und so war es auch in der 28. Minute. Lars Müller schlägt einen Freistoß in den Gütersloher Strafraum und der Hammer-2-Meter-Mann Oliver Glöden steigt zum Kopfball hoch und markierte das 0:1 für den Hammer SV. Josvik konnte dem Kopfball vom Ex-Profi nur machtlos hinterher schauen. So ist Fußball, aus nur einer Chance wird ein Tor gemacht. Der jetzt verunsicherte FC Gütersloh gab aber nicht auf und hatte selbst Freistoßmöglichkeiten, um den Ausgleich herbeizuführen. Akbayram in den 16er, doch Lars Beutmann bekommt den Ball nicht richtig auf die Stirn. Trotz der Unsicherheiten versuchten die Wortmann-Schützlinge noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Erst versuchte sich Kolozek über links mit einer gefährlichen Hereingabe und in der 38. Minute war es dann Manuel Ecke, doch der konnte die Warweg-Flanke nicht verwerten. Der FC Gütersloh war bemüht, aber zeigte den Zuschauern dennoch ein schwaches Spiel. Neben reihenweisen Fehlpässen standen die Weißen oft zu weit weg vom Gegner und so kam es auch, dass Jochen Höfler den Ball ohne Gegenwehr annehmen konnte und der zu spät kommende Degelmann Höfler im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Spielertrainer Lars Müller in der 41. Minute zum 0:2. Für Torwart Josvik gab es hier keine Chance. Die Freude bei den Hammern war riesengroß, denn die konnten ihr Glück gar nicht fassen, wie einfach sie im Heidewaldstadion zwei Tore machen konnten. Ja gut, so ein Freistoß zum Tor ist natürlich immer schwer zu verteidigen. Wenn da 5, 6 Mann fast schon von jeder Mannschaft hingehen, dann kann halt immer viel passieren, sieht man in jeder Liga. Elfmeter, gut, Glück weiß ich nicht. Höfi setzt sich gut durch, wird gefoult. Auch das gehört dazu und klar waren es natürlich zum günstigen Zeitpunkt für uns. Da hatten wir gerade die größte Drangphase mit einigen Möglichkeiten von Gütersloh hatten wir überstanden, gehen dann in Führung und zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir defensiv schon sehr gut gestanden. In der zweiten Halbzeit sah das Ganze meist so aus. Abstöße, die nicht ankamen, gewonnene Bälle, die postwendend zum Gegner zurückgingen, den Hammern wurde zu viel Platz gelassen und den Ball ab ins Leere gespielt. Ich glaube, das liegt zum größten Teil am Selbstvertrauen. Wenn man sieht, dass wir in der ersten halben Stunde hier bärenstark loslegen, auch das Kurzballspiel, was du gerade angesprochen hast, super funktioniert hat und dass wir dann wieder so ein dummes Gegentor bekommen und dass dann gleich das ganze Selbstvertrauen weg ist, das kann einfach nicht sein. Also ich denke, man muss dann trotzdem weiterspielen nach dem 1-0. Also auch weiter kurz, was man gerade in der zweiten Halbzeit gesehen hat, wie viele Bälle wir einfach rausgeschlagen haben, das geht einfach nicht. Alles, was der Heidewald-Besucher vom FC Gütersloh kennt, fand am Sonntag einfach nicht statt. Wenn dann doch ein Gütersloher mal aussichtsreich vor das Tor kam, dauerte alles viel zu lange und der Ball war wieder weg. Kurzpassspiel und Schnelligkeit AD, Holger Wortmann? Das hat natürlich viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Also wenn man Selbstvertrauen hat und wenn man Lust hat aufs Kicken und keine Angst hat vor Fehlern, dann spielt man leichter und dann spielt man auch sicherer und ruhiger. Und das fehlt uns im Moment natürlich. Und das ist einfach, dass wir irgendwann so einen dreckigen Sieg mal wieder landen müssen.
um einfach mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ruhe in unsere Aktion wieder zu bekommen. Und das ist im Moment, das sehe ich im Moment gar nicht. Und das ist das große Problem. Es gibt ja nur Führungsspieler auch dabei. Muss man nicht von denen wenigstens verlangen, dass sie den Kopf oben halten und noch ein bisschen nach vorne gehen? Ja, stimmt. Aber es ist halt so, dass im Moment auch die Führungsspieler mit sich sehr viel zu tun haben, ne? Weil die ja auch nicht fehlerfrei spielen und die ja auch Teil der Mannschaft sind. Na klar sagt man, die müssen vorne weg marschieren und das tun sie auch. Das tun sie die ganze Woche über und führen ja da auch viele Gespräche. Keine Frage. Aber im Spiel haben die dann auch selber auch sehr viel mit sich zu tun und auch sind auch nicht fehlerfrei. Und dann ist es halt so, wenn man mit sich sehr viel zu tun hat, dann ist es halt schwierig, auch noch andere zu führen und andere auf den richtigen Weg zu bringen. Also insofern ist das so ein Teufelskreis natürlich im Moment, den man nochmal, wie ich es gerade sagte, durch so einen dreckigen Sieg vielleicht dann durchbrechen sollte. Ja, und den kann der FC Gütersloh bereits am kommenden Sonntag erlangen im Derby beim DSC Arminia Bielefeld 2. Und vielleicht führen dann auch solche aussichtsreichen Freistoßsituationen wieder zum Torerfolg.